sich entschieden, nicht auszusiedeln. Schön zu anschauen ist es nicht. Hätte die Familie ähnlich gedacht, würde alles wieder so aussehen wie vor 11 Jahren. Eigentlich bin ich ins Haus gegangen und habe geweint, weil wenn man das sieht, den ganzen Dreck und alles, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das verkraftet ich nicht. Also wenn ich da unten jetzt war und wieder, hast die 10 Jahre jetzt alles gemacht, neu gemacht und dann kommt jetzt Wasser wieder. Nein, unvorstellbar, muss ich ehrlich sagen. Die Schwägerin ist auch betroffen, die ist auch nicht ausgesiedelt. Da ist eben gestern das Haus evakuiert worden. Das ist das Haus neben der Kapellen. Und ja, das ist natürlich für sie ein Wahnsinn. Ja. Dann kriegt man die Bullen, oder? Ja.